Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Vorstellung der Einsatzbilanz 2021 der Zivilschutzhubschrauber des Bundes. Schön, dass Sie trotz des Abstands heute hier dabei sind. Wir mussten das wegen der laufenden Corona-Pandemie wieder in einer virtuellen Form machen in diesem Jahr. Wir haben aber trotzdem ein schönes und interessantes Programm für Sie vorbereitet. Deswegen hoffen wir, dass Ihnen das auch auf diese Weise gefällt. Seit einigen Jahren sind wir zu Beginn des Jahres an verschiedenen Standorten unserer Zivilschutzhubschrauber zu Gast, um von dort die Einsatzzahlen des vergangenen Jahres vorzustellen. Heute dürfen wir bei den Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt sein. Sie konnten gerade nicht sehen, eben ist Christoph 2 hier gelandet. Direkt auf dem Dachhangar im 13. Stock, auf dem 13. Stock der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt. Der Zivilschutzhubschrauber an diesem Standort feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Dazu aber später mehr. Wenn ein orangefarbener Hubschrauber wie der Christoph 2 dort draußen in die Luft geht, abhebt, sind sehr viele Menschen und Institutionen involviert. Wir haben hier mit gebührendem Abstand, alle sind geboostert und getestet, Vertreter aller beteiligten Institutionen an einem Ort, die dafür sorgen, dass Christoph 2 als Zivilschutzhubschrauber des Bundes in den Einsatz gehen kann. Und Sie werden heute Ihre Ansprechpartner sein. Ich möchte Sie Ihnen kurz vorstellen. Zu meiner Linken, bei Ihnen zur Rechten, steht Herr Dr. Wolfgang Geier, der ist Abteilungspräsident des BBK. Er vertritt heute die Hausleitung des BBK. Vor der blau-weißen Wand der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik sehen Sie Herrn Dr. Christoph Reimertz, das ist der medizinische Geschäftsführer und Chefarzt im Rehabilitationszentrum der BGU. Neben ihm steht Professor Dr. Reinhard Hoffmann. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie. Herzlich willkommen. Wenn wir in der Reihe ein Stückchen weiter noch nach rechts gehen, begrüßt Sie dort nicht der leitende Hubschrauberarzt, doch, da ist Dr. Bernd Wohlrath. Neben ihm steht Marcel Büttner. Er ist Leiter der TC HEMS und arbeitet für die Berufsfeuerwehr in Frankfurt am Main. Jetzt haben wir BBK, Klinik, Feuerwehr. Es fehlen noch zwei Stellen, damit Christoph 2 funktionieren kann. Im Bundesland Hessen liegen die Zivilschutzhubschrauber in der Trägerschaft der Regierungspräsidien. Deswegen haben wir den zuständigen Fachmann aus dem Regierungspräsidium Gießen hier. Hallo Herr Spieß, Ralf Spieß. Und last but not least, die Crew von Christoph 2, die heute im Einsatz ist. Einmal Herrn Dr. Schweighofler als Notarzt, der heute unterwegs ist. Sebastian Walter als TC HEMS heute und Andreas Pöhler als Pilot von Christoph 2. Alle Zivilschutzhubschrauber werden von Pilotinnen und Piloten der Bundespolizei geflogen. Zusätzlich haben wir zwei Gäste zugeschaltet. In Traunstein und in Hamburg. Das sind einmal Marc Reuko als Sprecher der leitenden Ärzte auf dem ZSH und Herrn Robert Portenkirchner. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob Sie die gerade eingeblendet sehen. Die schalten wir Ihnen später dazu, wenn wir mit Ihnen sprechen. All diese Herren, ich habe es gesagt, werden heute Ihre Ansprechpartner sein. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie die gerne an pressestelle@bbk.bund.de. Die Fragen kommen direkt hier vorne bei mir ein und ich werde sie weitergeben. Vielleicht schreiben Sie bei den Fragen auch dazu, für welches Medium Sie arbeiten. Und wir haben während der Veranstaltung zwei Zeitfenster für Fragerunden vorgesehen, wo wir die dann nacheinander abarbeiten. Den Kommentaren auf dem YouTube-Kanal widmen wir uns dann im Nachgang der Veranstaltung. Das schaffen wir nicht gleichzeitig. Und ich habe noch einen Hinweis zu dem Hubschrauber da draußen. Also Christoph 2 ist scharf geschaltet. Es könnte theoretisch sein, dass der während der Veranstaltung in einen Einsatz gehen muss. Dann wird es ein bisschen laut. Wir würden für die Zeit unterbrechen. Aber vielleicht haben wir insofern Glück, dass er heute hier stehen bleibt und die ganze Zeit in unserem Hintergrund ist. Jetzt würde ich gerne das Wort an Herrn Dr. Reimertz und Herrn Professor Hoffmann geben. Danke. Ja, ich möchte ganz herzlich als Geschäftsführer Medizin der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt, zumindest virtuell hier bei uns im Haus,
begrüßen, neben dem 50-jährigen Bestehen des Christophs II am Haus feiern wir dieses Jahr auch noch 60-jähriges Bestehen der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt. Die Feierlichkeiten nehmen wir im Sommer wahr. Am 15.8. findet hier eine große Feierlichkeit statt. Um 10 Uhr hebt der Hubschrauber ab, genau wie vor 50 Jahren das erste Mal. Wir blicken zurück auf eine erfolgreiche Zeit in der Luftrettung, eine enge Zusammenarbeit mit dem Land, mit der Bundespolizei und mit der Berufsfeuerwehr Frankfurt. Und gerade als Klinik mit gemeinnütziger Trägerschaft tut uns die orangene Farbe auf dem Dach sehr gut. Die Luftrettung ist aus dem heutigen Rettungsdienst nicht mehr wegzudenken. Wir sehen deutliche Überlebensvorteile bei schwerverletzten Patienten. Hierzu gibt es auch aus unserem Haus Studien. Ich wünsche Ihnen jetzt für die heutige Veranstaltung viel Erfolg und übergebe an den ärztlichen Direktor, Herrn Professor Dr. Hoffmann. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auch recht herzlich alle begrüßen und mich für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten recht herzlich bedanken, im Namen auch unseres gesamten Teams. Die Rettungshubschrauber wurden ja in den 70er Jahren in Deutschland etabliert, beziehungsweise die ersten in Dienst gesetzt, ganz besonders zur Versorgung schwerverletzter Patienten, insbesondere schwerverletzter Verkehrsunfallpatienten. Und ich freue mich ganz besonders, dass unser Christoph II hier in Frankfurt auch gerade in diesem Bereich noch einen besonderen Schwerpunkt hat. Es ist ja heute teilweise an einigen Stellen so ein bisschen in den Hintergrund getreten und die Hubschrauber werden ganz verschiedentlich eingesetzt. Aus unserer Sicht macht es aber natürlich sehr großen Sinn und sehr viel Sinn, gerade als große Unfallklinik, als berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, schwer verletzte Patienten jeder Art mit dem Rettungshubschrauber gleich in die entsprechend ausgestattete Klinik für die bestmögliche Versorgung zu transportieren. Und das freut uns natürlich als berufsgenossenschaftliche Unfallklinik ganz besonders, dass wir dazu hier in Frankfurt einen entscheidenden Beitrag leisten können. Also ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich mit Ihnen gemeinsam auf die Veranstaltung. Herzlichen Dank, meine Herren. Sollten bei Ihnen an den Bildschirmen bisher schon Fragen aufgetreten sein, schreiben Sie sie gern. Ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Dr. Geier, der wird Ihnen erläutern, was es mit der Bezeichnung Zivilschutzhubschrauber auf sich hat und stellt Ihnen die Einsatzzahlen 2021 vor. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, zu dieser Pressekonferenz. Ich grüße da auch nochmal explizit die Medienvertreter. Und ich möchte natürlich die Glückwünsche aussprechen, zum einen stellvertretend für Christoph II, der Besatzung, die heute hier ist, zum 50-Jährigen und natürlich auch, was ich gerade eben gehört habe, zum 60-Jährigen Bestehen der BGU-Klinik hier in Frankfurt. Alles Gute, weiterhin guten Flug und vor allen Dingen für Sie immer gutes Gelingen in dieser Klinik. Wir treffen uns heute hier an einem ganz besonderen Platz in Frankfurt auf dem 13. Stock der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik. Und ich denke, wenn das Wetter mitspielt, dann hat man einen noch schöneren Blick, den besten Blick auf die Skyline von Frankfurt. Der eigentliche Star, den haben Sie eben gesehen, im Anflug hier auf die BGU-Klinik, das ist natürlich heute Christoph II, ein Zivilschutzhubschrauber im Luftrettungsdienst des Landes Hessen, der seinen 50. Geburtstag begeht. Gern hätten wir Sie natürlich auch heute wieder persönlich hier gehabt zu einer solchen Veranstaltung. Aber Corona hat uns auch dieses Jahr wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten hier auf diese quasi hybride Veranstaltungsform zurückgreifen. Allerdings zeigt sich jetzt schon in der Veränderung der Einsatzstatistik, dass wir auch eine Veränderung im Pandemiegeschehen haben. Das werden Sie nachher bei den Einsatzzahlen für 2021 auch sehen. Im letzten Jahr konnten wir einen besonderen Anlass feiern, der allerdings wegen Pandemiebedingungen ebenfalls leider nur hybrid stattfinden konnte. Ein Jubiläum ganz besonderer Art, denn unsere Mitarbeiter, die Retter in Orange, wie wir sie bezeichnen, konnten letztes Jahr insgesamt das 50-Jährige feiern. Das war Christoph III in Köln, damals noch in Leverkusen stationiert, der als erster Zivilschutzhubschrauber des Bundes damals abgehoben hat und der zweite Rettungshubschrauber in Deutschland insgesamt war. Und dieses Jahr, 2022, feiern wir eben den mehrfach schon erwähnten 50. von Christoph II, der seit 1972 schnelle, unverzichtbare Hilfe aus der Luft bringt.
Seit 2008 startet und landet dieser Hubschrauber auf dem Dach der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik hier in Frankfurt am Main. Ich persönlich, ich freue mich auch nochmal ganz besonders, denn ich habe in den 80er Jahren meine rettungsdienstliche Ausbildung in Oberhessen gemacht und ich kann mich noch entsinnen an die Zeit, als das mit der Luftrettung nicht so einfach war. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wie professionell über die Jahre hinweg die Luftrettung sich mittlerweile etabliert hat und in der Tat, wie es vorhin schon genannt worden ist, zum unverzichtbaren Bestandteil des Rettungsdienstes in Deutschland gehört. Ja, erfahrungsgemäß ist diese Veranstaltung ein Highlight für die Insider der Zivilschutzhubschrauber. Die Rolle der Hubschrauber für die Luftrettung in Deutschland ist in der Szene klar. Doch für all diejenigen, die die Retter in Orange gerade jetzt erst möglicherweise kennenlernen, möchte ich zunächst einen kurzen Überblick darüber geben, was das Besondere an diesen Zivilschutzhubschraubern ist, die schon aus der Ferne bestens am leuchtenden Orange zu erkennen sind. Insgesamt gibt es in Deutschland unter allen Rettungshubschrauberstandorten 12 Standorte mit Zivilschutzhubschraubern, deren Einsatzbilanz in der Luftrettung heute vorgestellt wird. Im Hilfeleistungssystem aus bodengebundenem Rettungsdienst, Luftrettung und stationärer Versorgung nimmt der Bund mit seinen Hubschraubern eine Sonderstellung ein. Es sind Zivilschutzhubschrauber. Sie sind Teil des Ausstattungspotenzials des Bundes, das den Ländern für den Katastrophenschutz, aber auch im Fall des Verteidigungsfalles für den Zivilschutz zur Verfügung gestellt wird. Was heißt das konkret? In erster Linie ist es die Aufgabe der Zivilschutzhubschrauber als Führungs- und Unterstützungsinstrument im Spannungs- und Verteidigungsfall bereitzustehen. Führungs- und Unterstützungsinstrument aus der Luft. Sie ergänzen und komplettieren Spezialfähigkeiten für besondere Notlagen, unter anderem können Schadstellen erkundet und überwacht werden, können Bevölkerungsbewegungen beobachtet und gelenkt werden oder aber auch im Zweifelsfall radioaktive Strahlung aus der Luft gemessen werden. Nur einige Beispiele dazu. Da wir glücklicherweise in Friedenszeiten leben und dies glücklicherweise unterstreiche ich ganz dick aufgrund der aktuellen Situationen, ist es nur sachgerecht, dass die Länder unsere Zivilschutzhubschrauber im Rettungsdienst einsetzen. Die Standorte unserer 12 Luftrettungszentren des Bundes verteilen sich auf 8 Bundesländer. Die Zivilschutzflotte besteht aus 18 Mehrzweckhubschraubern. An jedem Standort ist ein Zivilschutzhubschrauber stationiert. Die übrigen Maschinen, Springer, kommen zum Einsatz, wenn eben die anderen Maschinen in Erwartung sind. In dieser Darstellung sehen Sie die Entwicklung der Zivilschutzhubschrauber von 1971 bis heute. Seit 2008 wurde einheitlich das Muster EC-135 T2I geflogen, 2018 kamen leistungsstärkere Maschinen dazu. Im Jahr 2020 haben wir die Marke von über 800.000 Einsätzen geknackt und das auch mit einer Extraveranstaltung gewürdigt. Von 1971 bis 2021 flogen die Zivilschutzhubschrauber insgesamt 825.843 Rettungseinsätze. Jeder dieser Einsätze ist mit einem persönlichen Schicksal verbunden. Jeder Fall verlangt deshalb die bestmögliche medizinische Versorgung, auch manchmal unter extremen Bedingungen. Christoph II in Frankfurt ist, wie seine Äquivalente in den übrigen Luftrettungszentren, ein elementarer Bestandteil der Maximalversorgung in Frankfurt selbst und im weiteren Umland. Das kommt alles allerdings nicht von selbst, dieses System. Dahinter verbirgt sich harte und im wahrsten Sinne des Wortes vernetzte Arbeit. Wie Zahnräder greifen die Partner der Luftrettung dabei ineinander. Sie haben es vorhin schon bei der Vorstellung der zahlreichen Partner hier alleine in dieser Runde gesehen. Wer alles beteiligt ist, können Sie kurz an dieser Folie sehen. Das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, nimmt alle Aufgaben der Verwaltung wahr, die sich aus dem Betrieb der Zivilschutzhubschrauber ergeben. Hierzu gehört insbesondere die Beschaffung der Hubschrauber und der Ausstattung. Geflogen werden die Zivilschutzhubschrauber von den Pilotinnen und Piloten der Bundespolizei. Eine Notärztin oder ein Notarzt und eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitäter gehören neben dem Piloten oder der Pilotin zur ständigen Besatzung. Die Ärzte stellt grundsätzlich das jeweilige Stationierungskrankenhaus. Hier in Frankfurt die BGU. Die Notfallsanitäter werden von den Hilfsorganisationen gestellt oder aber den Berufsfeuerwehren, wie es hier in Frankfurt am Main der Fall ist, und die auch zum Teil die Trägerschaft der Luftrettungszentren übernehmen.
Hier in Hessen ist die Wahrnehmung der Aufgabe dem Regierungspräsidium in Gießen übertragen worden. Flugtechniker und Mechanikerin der Bundespolizei kontrollieren und warten die Hubschrauber. Das kann man, wie es der ehemalige Leiter der Bundespolizei-Fliegergruppe Thomas Helbig treffend gesagt hat, getrost als ein Verwaltungswunder bezeichnen, wenn so viele Partner so erfolgreich zusammenarbeiten. Und das Ganze kann nur klappen, wenn alle Beteiligten, wie sie dies seit vielen Jahren tun, erfolgreich tun, an einem Strang, an einem gemeinsamen Strang in die eine Richtung ziehen und sich auch gemeinsame Regeln geben, die sie alle einhalten. Das Stichwort ist hier Qualitätssicherung, die uns als Verwaltungsbehörde, die dieses System verwaltet und organisiert, besonders wichtig. Die Bandbreite an Aufgaben der Zivilschutzhubschrauber, Zivil- und Katastrophenschutz einerseits, Luftrettung aber andererseits, erfordert ein besonders hohes Maß an Qualität. Seit 2018 befassen sich die Ärzte auf den Hubschraubern unter der Koordinierung des BBK mit der Implementierung eines gemeinsamen medizinischen Qualitätsmanagements für alle 12 Luftrettungszentren der Zivilschutzhubschrauber. Ein weiterer Aspekt der Qualitätssicherung ist die regelmäßige Fortbildung, unter anderem durch das Seminar Ärztinnen und Ärzte auf Zivilschutzhubschraubern. Ein weiteres Beispiel ist das Flugsimulationstraining für die TC-HEMS. Hier werden Verfahren und Handgriffe, insbesondere Notverfahren, geübt. Ebenfalls ein Simulationstraining ist das Seminar Besondere Schadenslagen im Zivilschutz für Notärzte, Rettungsassistenten im Zivilschutz auf Zivilschutzhubschraubern mit Christoph Leif in Hannover. Das zeigt exemplarisch, dass der Bund sich auch weiterhin in der Luftrettung engagiert und auch weiterhin künftig sich engagieren will. Das BBK wird die Luftrettung im Zusammenwirken mit den Ländern und der Bundespolizei weiter optimieren und sich auch aktiv an dessen Entwicklung und Weiterentwicklung beteiligen. Nun aber zu den Zahlen. Die orangefarbenen Hubschrauber des Zivilschutzes sind im vergangenen Jahr 15.441 Einsätze geflogen und haben 4.080 Patientinnen und Patienten transportiert. Insgesamt waren die Retter 5.231 Flugstunden in der Luft, das sind zusammengerechnet fast 218 Tage. In der Darstellung sehen Sie, dass Hamburg und Kempten wie in den vergangenen Jahren auch 2021 die Stationen mit den meisten Einsätzen waren. Christoph II ist im vergangenen Jahr 1.083 Mal gestartet. Er war 430 Stunden in der Luft und hat 474 Patientinnen und Patienten transportiert. Hier sehen Sie die Anzahl der Primärversorgungen und Primärtransporte. Der etwas dunklere Balken gibt die Anzahl der Primärversorgungen an. Also die Fälle, in denen ein Zivilschutzhubschrauber einen Arzt zum Unglücksort zur Versorgung von Patienten gebracht hat, es aber zu keinem Patiententransport mit dem Hubschrauber kam. Das ist insgesamt 8.867 Mal geschehen. In Frankfurt waren es 401 Primärversorgungen. Auch hier führt Christoph 29 in Hamburg die Statistik mit 1.129 Primärversorgungen an. In Kempten und Traunstein hingegen waren es 735 bzw. 627 Mal. Das lässt sich erklären, dieser Unterschied. In Hamburg sind wir in einem urbanen Raum. Hier bringt der Hubschrauber wie überall so schnell wie möglich einen Notarzt zum Einsatz. Das geht in der Luft oft häufig deutlich schneller als im Straßenverkehr. Sind die Patienten erst einmal versorgt, können sie im urbanen Raum wieder bodengebunden weiter versorgt werden und in eine Klinik gebracht werden. Im alten Gebiet hingegen geht das nicht so einfach. Hier passieren viele Unfälle in den Bergen. Das bedeutet, dass der Hubschrauber in unwegsamen oder abgelegenen Gebieten sowohl für den Einsatz als auch für den Transport für alle Beteiligten am schnellsten ist. Wenn der Zivilschutzhubschrauber die Patienten nach der Versorgung durch die Hubschraubercrew auch noch in das nächstpassende Krankenhaus gebracht hat, sprechen wir von Primärtransporten, in unserer Statistik dargestellt durch die hellen Balken. Hier sind die Zahlen aus Kempten und Traunstein, also höher als in urbanen Räumen wie Hamburg mit 201 Primärtransporten. Die Länge der beiden Balken zusammen gibt also die Menge der Patientinnen und Patienten an, die von einem Arzt auf einem Zivilschutzhubschrauber versorgt und transportiert wurden. In dieser Darstellung sehen Sie noch einmal die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die in den Zivilschutzhubschraubern transportiert wurden. Hier kommen zu den Transporten vom Unglücksort in ein Krankenhaus noch die Sekundärtransporte hinzu. Das ist dann der Fall, wenn Patientinnen und Patienten mit einem Zivilschutzhubschrauber
von einem Krankenhaus in das andere, in ein anderes gebracht werden. Hier kommt nun die Darstellung, an der Sie sehen können, dass sich das Abebben der Pandemie und die damit verbundenen Lockerungen zu bestimmten Zeiten in unserer Einsatzstatistik bemerkbar gemacht haben. In den Luftrettungszentren bis auf Hannover und Bielefeld sind die Einsatzzahlen, wie wir im WWK erwartet hatten, gestiegen. Warum haben wir das erwartet? Nun, die Mobilität ist 2021 wieder gestiegen, was wiederum zu mehr Einsätzen für die Rettungskräfte am Boden und in der Luft führte. Die Kolleginnen und Kollegen von Christoph 17 in Kempten im Allgäu wiederum berichten, dass sich die Einführung der Rettungswinde positiv auf die Zahl der Anforderungen bemerkbar gemacht hat, da die Zivilschutzhubschrauber nun auch stärker von den Bergwachtbereitschaften angefordert werden. Insgesamt sind aus unserer Sicht auf einem hohen Niveau befindliche Einsatzzahlen in 2021 deutlich gestiegen und haben ungefähr das Niveau von 2018 erreicht. Die Zivilschutzhubschrauber leisten damit einen ganz wesentlichen Beitrag im deutschen Rettungswesen. Abschließend möchte ich Sie in der Gesamtübersicht, die Sie im Übrigen auch mit der Pressemitteilung erhalten hatten, auf zwei Besonderheiten aufmerksam machen. Sie sehen hier in der vierten Zahlenspalte die Anzahl der Sucheinsätze. Sie sehen an den Zahlen, dass diese Einsätze nicht alltäglich sind. Die meisten dieser Sucheinsätze haben laut Statistik die Hubschrauber in den Alpen geflogen. Die Zivilschutzhubschrauber in Rhein, Ruhr und Elbenähe in Köln, Duisburg und Hamburg haben ebenfalls mehr Sucheinsätze als die anderen Stationen, wobei nicht alle Suchen von Christoph 3 beispielsweise in Köln auf Suchen im Rhein zurückgehen, sondern auch auf die Sucheinsätze während der Hochwasserkatastrophe von Juli des vergangenen Jahres. Die beiden hessischen Maschinen in Frankfurt und Kassel haben weniger Sucheinsätze. Hier gibt es aber die Besonderheit, dass sie im Rahmen des Katastrophenschutzes auch in 2021 zur Erkundung und Überwachung von Waldbrandgefahren eingesetzt wurden. Wie, wann und für welche Zwecke in der Luftrettung und im Katastrophenschutz die Zivilschutzhubschrauber eingesetzt werden, das entscheiden die Bundesländer, denen der Bund die Maschinen übergeben hat und die sie für die Luftrettung einsetzen. Hier schließt sich für mich der Kreis mit der Feststellung, dass die Zivilschutzhubschrauber innerhalb des deutschen Hilfeleistungssystems eine besondere Stellung einnehmen. Herzlichen Dank nochmal an alle, die seit über 50 Jahren daran mitwirken, dass diese besonderen Maschinen mit ihren besonderen Crews täglich ihren wertvollen Einsatz leisten können. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen und das, was die Crew von Christoph 2 gleich von ihrer Arbeit berichtet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Geier. Ich übergebe jetzt an Marcel Büttner und Bernd Wohlrath. Wir müssen einmal die Präsentation wechseln. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste in den Streamingdiensten und liebe Gäste hier in Frankfurt, ich heiße Sie recht herzlich willkommen hier im Herzen von Europa auf dem Dachlandeplatz des Rettungshubschraubers Christoph II der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt am Main. Mein Name ist Marcel Büttner, ich bin Lagedienstleiter in der Feuerwehr in Frankfurt und verantwortlich für die TC-HEMS-Besatzung des Frankfurter Rettungshubschraubers. Hier oben vom Dach der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik startet der Rettungshubschrauber Christoph II seit rund 50 Jahren zu seinen Einsätzen im Rhein-Main in Arbeit. Nach nur 2 Minuten ab der Alarmierung ist der Rettungshubschrauber in der Luft und unterwegs zu seinen Einsätzen. Der wesentliche Vorteil des Rettungshubschraubers liegt gegenüber dem bodengebundenen Rettungsdienst darin, dass er wesentlich schneller ist. Binnen Minuten hat er die Einsatzstellen erreicht, die in einem Radius von ca. 60 bis 70 Kilometer um den Luftrettungsstandort liegen. Somit können große Distanzen schnell überwunden und oftmals schwer verletzte Patienten zügig in die Klinik verbracht werden, wo sie geeignet sind. Selbstverständlich fliegt im Bedarfsfall der Rettungshubschrauber auch über diesen Radius hinaus. Um das mal plastisch vorzustellen, in nördlicher Richtung ist das etwa bei Gießen, in südlicher bei Mannheim. Nach Osten geht es über Aschaffenburg, über die Landesgrenze sogar hinaus, bis nach Wertheim und in die westliche Richtung, etwa Richtung Bad Kreuznach. Durch die Leitfunkstelle Frankfurt am Main wird der Hubschrauber bei entsprechenden Meldebild, wie zum Beispiel Verkehrsunfall, Person eingeklemmt, direkt mit alarmiert. Etliche Autobahnkilometer durchqueren das Frankfurter Stadtgebiet, aber auch die großen Autobahnkreuze, wie etwa das Frankfurter Kreuz, stellen ein hohes Unfallpotenzial dar. Da liegt es nahe, dass hier der Rettungshubschrauber bei allen Unfällen strategisch
notwendiges oder ein strategisch notwendiges Einsatzmittel darstellt. Aber nicht nur im Stadtgebiet ist der Hubschrauber unterwegs, sondern auch in den Nachbarlandkreisen als wichtige Stütze der Notfallrettung. Um einen schnellen Transport und schonend zu gewährleisten, ist auch das Nachfordern des Rettungshubschraubers durch die Einheiten des bodengebundenen Rettungsdienstes gängige Praxis. Zudem wird der Rettungshubschrauber alarmiert, wenn das bodengebundene Notarztsystem ausgelastet und lediglich ein Notarzt für zum Beispiel medikamentöse Behandlung erforderlich ist. Auch der schnelle Transport von Blutpräparaten fällt in das Aufgabengebiet des Rettungshubschraubers. Eine Win-Win-Situation stellt das Personal des Hubschraubers dar. Wir haben das eben schon erläutert bekommen. Neben den 10 Piloten der Bundesfliegerstaffel Mitte und den 18 Notärzten der BGU-Unfallklinik leisten 9 TC Hems ihren Dienst auf dem Rettungshubschrauber Christoph II. Die TC Hems sind aber nicht nur ausgebildete und erfahrene Notfallsanitäter, sondern auch Beamte der Berufsfeuerwehr und Leitstellendisponenten. Dieser Benefit zeichnet sich in der täglichen Disposition des Luftrettungsmittels aus. Schon in der Leitstelle wird frühzeitig entschieden, ob die gemeldete Notfallsituation einen Einsatz für den Christoph II darstellt. Die Vernetzung von diesen beiden Tätigkeitsfeldern lassen die Entscheidungsfindung zum Einsatz des RTHs optimal auskosten. Aber wie stellt sich nun die tägliche Arbeit auf dem Rettungshubschrauber Christoph II eigentlich dar? Dies wird Ihnen jetzt der leitende Hubschrauberarzt des Christoph II, Bernd Wohlrath, näher bringen. Ich bedanke mich schon mal vorab für diese Aufmerksamkeit und wünsche der Veranstaltung noch einen schönen Verlauf. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich nochmal hier begrüßen, zumindest virtuell begrüßen, auf dem Dach der BG-Unfallklinik. Wir befinden uns ja, Sie haben mehrfach jetzt schon angeklungen, aktuell ja in einer Jubelzeit, nicht im Jubeljahr, sondern wir haben ja vor 2 Jahren schon 50 Jahre zivile Luftrettung in Deutschland gefeiert, letztes Jahr 50 Jahre Zivilschutzhubschrauber und in diesem Jahr sind wir dran. Am 15.08.2022 feiern wir unser 50-jähriges Bestehen hier auf dem Christoph II. Das möchte ich zum Anlass nehmen, kurzen Rückblick in die Geschichte vor dem Christoph II zu machen. Die zivile Luftrettung in Deutschland beginnt ja so 1967 in etwa mit Feldversuchen von Herrn Feder zusammen mit dem ADAC hier in Obermörlen in Hessen, hier um die Ecke. Aufgrund der hohen Verkehrstoten zu dieser Zeit hat Herr Feder erste Versuche gemacht, ist mit dem Hubschrauber auf die Autobahnen geflogen und hat da Unfallverletzten direkt geholfen und sie dann mit in die Kliniken begleitet. In den Jahren 68 bis 70 gab es weitere Testphasen in München. Der Dr. Hans Burkhardt, ein Chirurg aus München, auch zusammen mit dem ADAC, hat dort weitere Testphasen gemacht, was dazu geführt hat, dass dann am 1.11.1970 der erste zivile Rettungshubschrauber der Bundesrepublik Deutschland in München in Betrieb gegangen ist. Das war der Christoph I. Zusätzlich wurde dann im November 1971 ein Testrettungszentrum der Bundeswehr in Ulm für die zivile Luftrettung noch aufgebaut. Und seit Ende 1971 hat das Innenministerium dann begonnen, flächendeckend ein Hubschrauber, ein Luftrettungssystem über die Bundesrepublik Deutschland zu ziehen, mit damals 18 Zivilschutzhubschraubern. Soweit zum Allgemeinen. Sie sehen, das Ganze war alles Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Wenn wir die Geschichte von Christoph II allerdings uns anschauen, müssen wir da nochmal fast 10 Jahre zurückgehen. 1962 wurde diese Klinik hier eröffnet, die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik. Und direkt von Anfang an wurde hier eine Unfallrettung rings um diese Klinik schon implementiert durch das Klinum Mobil Unfallrettungswagen, den Sie hier sehen, mit dem schon auf den Straßen hier ringsum Unfallrettung passiert ist. Im selben Jahr, also auch 1962, forderte bereits Professor Ernst Achilles, das war der damalige Branddirektor der Feuerwehr Frankfurt, die Beschaffung eines Hubschraubers für den Krankentransport für Frankfurt. Leider hat das allerdings in den Jahren 62 bis 67 nur geschafft, 16 Verlegungsflüge mit Hilfe der Bundeswehr und der US-Streitkräfte tatsächlich durchzuführen. Aber es führte dann dazu, dass am 11.04.68 das Pilotprojekt Florian Frankfurt Hubschrauber 1 startete. Da sehen Sie schöne Bilder davon. Dieser alte Hubschrauber, es war ein alter SAR-Hubschrauber der Bundeswehr, wurde hier im Garten der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main stationiert. Besetzt wurde er von 2 Piloten und einem Bordmechaniker der Bundeswehr, 2 Sanitätern und einem Einsatzleiter der Feuerwehr Frankfurt. Zusätzlich ist sogar noch ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr Frankfurt mit rausgefahren und eben ein Notarzt der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik.
Eingesetzt wurde dieser Hubschrauber allerdings nur an 8 Tagen, rings um die Oster- und Pfingstfeiertage 1968, um dieses erhöhte Verkehrsaufkommen in dieser Zeit abzudecken und da eben Unfallrettung auf den Autobahnen rings um Frankfurt zu machen. Platz war da für 4 liegende und 4 sitzende Patienten in diesem Hubschrauber, die wurden dann in aller Regel hier in diese Klinik gebracht. Es dauerte dann allerdings noch weitere 4 Jahre, bis tatsächlich der Christoph II hier in Dienst gestellt wurde. Das hing sehr an der Finanzierung und es konnte am Ende nur mit Hilfe des ADAC und der Björn Steiger Stiftung dieser Hubschrauber hier bei uns in Frankfurt implementiert werden. Die Schlüsselübergabe am 15.08. fand durch Udo Jürgens statt. Das ist auch noch eine schöne Anekdote dazu. Leider konnte der Hubschrauber allerdings im ersten Jahr nur 188 Einsätze noch fliegen. Das hatte etwas mit Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung und im bodengebundenen Rettungsdienst zu tun. Stationiert war der Hubschrauber hier direkt vor dem Haupteingang der BG-Unfallklinik. Sie sehen auf dem obersten Bild rechts das Gebäude, in dem wir uns befinden. Das war allerdings da noch ein paar Stockwerke niedriger zu dieser Zeit. Und der Hubschrauber, wie gesagt, stand unten vor dem Haupteingang. Besetzt wurde der Hubschrauber durch einen Piloten des Bundesgrenzschutzes, heute ist es natürlich Bundespolizei, einem Sanitäter der Berufsfeuerwehr Frankfurt und einem Notarzt der BG-Unfallklinik. Also das Gleiche, was wir heute immer noch haben. Nur 2 Meilensteine auf dem Weg zum heute, hier und jetzt. Die Eröffnung des neuen Hangars, das ist jetzt schon mit dem neu aufgestockten Gebäude. Und dann der Wechsel der Maschinen. 2008 wurde die Bo in Ruhestand geschickt und die EC-135-T2i hier eingeführt. Auf dem Bild oben rechts sehen Sie auch ein paar berühmte Persönlichkeiten aus der heutigen Politik, auch die dabei waren bei der Übergabe. Natürlich ist es nicht vonstatten gegangen ohne gebührende Verabschiedung von der Bo. Dieses Bild, das Sie hier sehen, ist von unserem Haus- und Hoffotografen, dem Marc Dickler. Das hat es sogar auf eine Briefmarke, auf eine Bundesbriefmarke geschafft und wurde da im Juni 2008 ausgezeichnet. Hier wollte ich Ihnen nur noch ein paar Bilder mal zeigen. Sie werden es gleich noch besser sehen, wenn der Dr. Schweighofler und der Herr Pöhler Ihnen den Hubschrauber zeigen werden. Aber die Ausrüstung im Vergleich, dieses Bild, das Sie gerade eben sehen, das ist noch der alte Florian Frankfurt Hubschrauber 1. Und hier sehen wir unten den gelben, das ist der erste Christoph II. Da ist noch der Notarzt in weiß mit einem Metallkoffer ausgestiegen. Weiter oben dann schon der orangene Hubschrauber mit orangenem Kombi und das oberste rechte Bild, da sehen Sie schon den Innenraum des heutigen Hubschraubers, der EC-135. Die Ausstattung, das sieht jetzt alles ganz wirr aus, das ist natürlich, das werden Sie gleich nochmal genauer sehen, es ist alles dabei, was man braucht für die Versorgung. Christoph II heute ist weiterhin stationiert auf dem Dach der BG-Unfallklinik Frankfurt am Main. Es hat sich da nicht viel geändert, mit einer kleinen Ausnahme. Wir waren mal für kurze Zeit in Friedrichsdorf, damit dieser Landeplatz hier neu renoviert werden konnte. Der ist 2020 dann wieder neu eröffnet worden. Christoph II fliegt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Herr Büttner hat es gerade schon gesagt, nach Alarmierung sind wir 2 Minuten später in der Luft. Wir fliegen ca. 1100 Einsätze pro Jahr, insgesamt in den letzten 50 Jahren fast 55.000 Einsätze. Besetzt wird der Hubschrauber weiterhin von Piloten der Bundespolizeifliegerstaffel in Fuldatal, einem Notfallsanitäter der Berufsfeuerwehr Frankfurt und einem Notarzt der BG-Unfallklinik Frankfurt. Der Einsatzradius ist heute auch schon mal angeklungen, Primäreinsätze bis zu 70 Kilometer rings um unseren Standort rum. Sie sehen auf diesem Bild jetzt, wo wir uns da befinden. Im Norden, Herr Büttner hat es gerade gesagt, sind wir schon Richtung Gießen. Im Süden kommen wir bis in die Bergstraße. Wenn wir 70 Kilometer weit fliegen, sind wir gute 20 Minuten unterwegs. Bei 50 Kilometer Radius, das wäre Gießen zum Beispiel, brauchen wir eine Viertelstunde. Im Bedarfsfall kann der Hubschrauber natürlich auch noch weiter fliegen und dann verliert er irgendwann mal seinen Zeitvorteil. Ausgerüstet ist der Hubschrauber mit moderner Avionik, mit der ich mich leider auch nicht sehr gut auskenne, deswegen will ich da auch nicht weiter drauf eingehen, das ist eine Pilotensache. Modernste Kommunikation und Navigationstechnik, auch wenn wir da ab und zu mal auf die Karte zurückgreifen müssen, wie hier in diesem Bild dargestellt. Und die medizinische Ausstattung ist natürlich gemäß DIN-Normen, wie alles in Deutschland, ausgestattet. Zusätzlich haben wir auf dem Hubschrauber noch ein bisschen Sachen, die wir zusätzlich brauchen. Videolaryngoskop, mobiles Ultraschallgerät, ein zweites Beatmungsgerät als Redundanz, mechanische Reanimationshilfe und erweiterte Ausrüstung für die Unfallrettung. Und als wohl
wichtigstes Ausstattungsmerkmal, unseren Rettungshubschrauber als Seelentröster für die Kinder. Zusätzlich sind wir hier noch in den Katastrophenschutz für das Land Hessen mit eingebunden. Das heißt, unser Hubschrauber Christoph II und der Christoph VII in Kassel hat jeweils eine große Box mit Materialien für den Mandfall und eine große Box mit Materialien und Antidots, mit Medikamenten für zum Beispiel chemische Unfälle. Und so können wir innerhalb kürzester Zeit mit diesen beiden Hubschraubern überall hier in Hessen jede Menge Ausstattung für den Bedarfsfall hinbringen und dann natürlich uns auch an den Einsätzen beteiligen. Unser Einsatzspektrum, es wurde auch schon mal angeklungen, ist sehr chirurgisch. Über 50% unserer Einsätze sind Verletzungen, Arbeitsunfälle und Verkehrsunfälle. Zweithäufigste Einsatzspektrum ist das neurologisch-neurochirurgische, also Schlaganfälle, intrazerebrale Blutungen. Auch das kardiologische Herzinfarkte zum Beispiel macht ca. 10% der Einsätze aus. Glücklicherweise relativ selten sind die Kindernotfälle mit so knappen 50%. Auch Verlegungen machen wir mit knappen 5% der Einsätze. Und auch die anderen Notfälle, wie zum Beispiel Such- und Aufklärungsflüge bei Waldbränden oder bei Personen, die im Main verloren gegangen sind zum Beispiel, gehören zu diesem Einsatzspektrum dazu, sind aber auch relativ selten. Neben den allgemein qualitätssichernden Maßnahmen, die, glaube ich, jeder machen muss heutzutage, ist es bei uns natürlich auch so, wer bei uns Notarzt auf diesem Hubschrauber sein möchte, muss gewisse Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Also die Notärzte, die bei uns auf dem Hubschrauber fliegen, sind alles sehr, sehr erfahrene Ärzte, sehr, sehr erfahrene Notärzte mit verschiedenen Kursformaten, die sie gemacht haben und die sie auch weiterhin machen müssen. Also wir machen hier ständige Fortbildungen intern des Hubschraubers, aber auch ZSH intern. Das ist vorhin angesprochen worden, der Christoph-Leif-Lehrgang zum Beispiel, an dem wir jedes Mal teilnehmen, mehrfach im Jahr, aber auch natürlich externe Fortbildungen, die jeder andere auch besuchen kann. Insgesamt möchte ich zusammenfassen, 50 Jahre Christoph II bedeutet für uns gleichzeitig auch 60 Jahre Unfallrettung der BGU, auch das ist heute schon mal angesprochen worden, aber noch viel wichtiger ist die 50 bis 60 Jahre kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den drei Institutionen der BGU, der Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Bundespolizei, früher Grenzschutz und natürlich den Behörden wie dem BBK und dem Regierungspräsidium Gießen. Und mit diesem Team würde ich die nächsten 50 Jahre auch noch weitermachen. Ich glaube nur, dass ich das selbst nicht mehr so lange machen darf. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Wohlrath. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Sie hatten gerade bei den Kindereinsätzen 50% gesagt. Sie meinten 5 wahrscheinlich? 5%. Okay, danke. Vielen Dank für die spannenden Einblicke an Sie beide. Wir gehen jetzt in die erste Fragerunde. Für alle, die am Stream Tonprobleme hatten, dafür bitten wir uns zu entschuldigen. Versuchen nicht mehr zu flüstern, während andere Kollegen sprechen. Entschuldigung. Der Kollege Steven Miksch von der Frankfurter Rundschau fragt, was Beispiele für Fehleinsätze sind. Könnten Sie was dazu sagen? Also ein Beispiel für einen Fehleinsatz wäre, wenn wir parallel mit dem bodengebundenen Rettungsdienst alarmiert werden, was ja durchaus auch Sinn macht bei zum Beispiel Verkehrsunfällen auf Autobahnen, wo man noch nicht weiß, was wirklich passiert ist, macht es natürlich Sinn, dass der bodengebundene Rettungsdienst und der Hubschrauber parallel alarmiert werden. Nur so können wir den Zeitvorteil auch wirklich nutzen. Wenn sich dann allerdings, wenn die ersten Bodenretter vor Ort sind, vielleicht auch schon vor uns und sagen, da ist gar keiner wirklich verletzt, dann drehen wir wieder ab und fliegen nach Hause. Das wäre dann ein Fehleinsatz, also ein Einsatz, bei dem wir noch nicht mal einen Patienten gesehen haben. Die gibt's. Die sind auch prinzipiell ja mit einkalkuliert und ist auch nicht schlimm, wenn das Ganze passiert, denn nur so können wir tatsächlich den Zeitvorteil, den wir durch den Hubschrauber haben, auch wirklich nutzen. Vielen Dank. Danke. Ich würde gerne noch eine Frage an Herrn Spieß richten. Die Frage kommt von Frau Spillner. Und Frau Spillner, ich glaube, viele Ihrer Fragen sind bereits schon beantwortet worden, aber Sie hatten auch gefragt, wie Kosten und Finanzierung sich bei den ZSH aufteilen. Und ich würde gerne an Herrn Spieß abgeben. Die Kosten werden in Hessen von uns als RG Gießen zentral verhandelt für alle Beteiligten. Das heißt, ich werde im Vorfeld immer bei allen Beteiligten, Bundespolizei, Feuerwehr und den Kliniken die Kosten abfragen.
dann stelle ich ein Budget zusammen und dann verhandle ich mit den Krankenkassen. Und wenn wir dann ein Budget gefunden haben, dann gibt es einen Rückgemeldepreis, den rechne ich dann mit den Krankenkassen ab und das Geld, was ich einnehme, verteile ich dann mit der Leistung. Vielen Dank, vielen Dank. Frau Spöhner hatte auch nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick gefragt, das hatten Sie bereits gesagt. Sie fragt aber auch, ob es im Einsatzgebiet von Christoph zwei Herausforderungen besonderer Art gibt, vielleicht vergleichbar mit anderen Einsatzgebieten. Also fliegerisch auf jeden Fall, und zwar der große Flughafen da unten. Also wir befinden uns ja hier knapp außerhalb der Kontrollzone des Flughafens, aber sobald wir da in die Innenstadt kommen, sind wir in der Kontrollzone des Flughafens, was unsere Piloten durchaus immer wieder mal vor Herausforderungen stellt. Da ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Tower, mit den Fluglotsen dann immer erforderlich über Funk, die uns natürlich da auch sehr unterstützen, sobald wir im Einsatz sind. Das muss man auch sagen, die sind da sehr, sehr kooperativ und lotsen den Rettungshubschrauber da auch quer durch die Kontrollzone, quer über den Flughafen, wenn es denn sein muss, oder auch im schlimmsten Fall in den Flughafen rein. Auch das kommt ja mal vor. Okay. Vielen Dank. Eine Frage, da hätte ich gleich bei Ihnen bleiben können, Herr Spieß. Frau Spirner hat auch gefragt, wie viele Einsätze Christoph II 2019, 20 und 21 hatte, wenn Sie vielleicht auf die letzten zwei Jahre noch eingehen können. Also 2019 hatte der 1001 Einsatz, 2020 auch 1001 und 2021 1103. Die Zahlen können wir aber auch per E-Mail nochmal liefern, falls die jetzt sozusagen auf die Schnelle nicht so zum Mitschreiben waren. Das ist gar kein Problem. Wir hatten auch noch die Frage von Frau Trauner von der DPA, wie viele Einsätze tatsächlich auf die Hochwasserkatastrophe zurückgehen. Hier ist es so, Herr Dr. Geier hatte es gesagt, im Hochwasser sind die ZSH fast gar nicht zum Einsatz gekommen. Die Länder verfügen über diese Hubschrauber und entscheiden, zu welchen Einsätzen sie kommen. Und der einzige ZSH, der während des Hochwassers im Einsatz war, war Christoph III mit einigen Sucheinsätzen. Also fällt das hier für Christoph II nicht an. Ja, mehr Fragen habe ich im Moment hier nicht vorliegen. Deswegen würde ich einen kurzen Ausblick geben. Gleich werden Herr Dr. Schweighofer und Herr Pöhler draußen an den Hubschrauber gehen. Vorher möchte ich gerne an eine Schalte machen nach Traunstein und Hamburg und dort mit Herrn Reuko sprechen und Herrn Portenkirchner. Dazu wechsle ich mal. Hallo nach Hamburg. Können Sie mich hören? Hallo Frau Sundrop. Hallo aus Hamburg. Ja, ich kann Sie gut hören. Hallo Herr Portenkirchner. Hallo Herr Reuko nach Hamburg und Herr Portenkirchner, Sie können Hallo. Mich auch hören? Kann Sie gut hören, ja. Das ist schön. Eigentlich müsste Herr Portenkirchner auch dreifach im Bild sein, weil nämlich die TC Hems in Bayern drei Berufe auf einmal verbinden. Sie sind Flugtechniker, ohne die Piloten nicht abheben. Sie sind Notfallsanitäter und sie sind die Bergretter, die dann am Hubschrauber als Windenoperator Verletzte samt Rettungskräfte in den Hubschrauber holen. Stichwort Winde, Herr Portenkirchner. Das Bergetau war lange in Einsatz bei den beiden Maschinen in den Alpen. Haben sich die Winden denn jetzt bewährt im vergangenen Jahr? Ja, also ich denke, an die Erfolgsgeschichte des Rettungstaus ist hier tatsächlich nahtlos angeknüpft worden. Die Winden haben sich bewährt. Wir haben relativ hohe Einsatzzahlen jetzt innerhalb eines Jahres. Der Standort Kempten hat ein bisschen später angefangen, deswegen auch weniger Einsätze hier im Windenbetrieb, wobei sich dieses wahrscheinlich bald ändern wird. Also Christoph 17 hat hier seit Einführung der Winde 163 Einsätze gehabt bis dato, also das ist eine ganz aktuelle Abfrage hier eben geschehen, also 163 Einsätze und Kempten 127 macht gesamt 287 Windeneinsätze bis dato. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Wir haben Vorteile in der Winde, wir können schneller
aus gefährlichen Gebieten uns wieder mit dem Hubschrauber zurückziehen. Zum Beispiel in einem Trichter im Gebirge können wir schneller die Einsatzstellen wieder verlassen, durch das, dass wir den Patienten hochholen und schnell sozusagen wieder uns wenden können. Danke. Hat sich denn die Anzahl der Windeneinsätze auf die Einsatzzahlen insgesamt eingewirkt? Also hat sich damit die Insgesamtzahl der Einsätze vermehrt? Ja, wir denken schon, dass sich dadurch die Einsatzzahlen vermehrt haben. Grund könnte hier sein, dass unsere Einsatzgebiete sich erweitert haben. Wir bekommen hier von Bergwachten nun Anforderungen, die vorher nicht in Frage kamen. Nicht alle Bergwachtbereitschaften hatten früher das Rettungstau im Repertoire. Die Bergwacht Bayern ist vollumfänglich auf die Winde ausgebildet und das bilden wir jetzt auch mit unserem Windensystem ab. Deswegen werden wir jetzt auch zu weiteren Bergwachtbereitschaften hinzualarmiert, zum Beispiel im Bereich Hochland, das wäre so im Bereich Spitzingsee, Schliersee der Bereich. War früher nicht der Fall auch. Zum Beispiel nach Österreich geht es ab und an. Diese Anforderungen steigen bei uns auch. Okay, danke. Jetzt sind bei Ihnen ja die Einsatzzahlen insgesamt auch gestiegen. Wir haben im Vorfeld gesprochen und Sie hatten vermutet, dass auch verändertes Freizeitverhalten der Grund dafür sein kann, dass es zu mehr Unfällen und dann auch Einsätzen kommt. Ist es so, dass die Leute nach der Zwangspause durch Corona risikofreudiger geworden sind? Ja, es ist schwer zu sagen. Ich denke, risikofreudiger würde ich jetzt nicht sagen. Es ist tatsächlich so, dass die Leute einfach, wenn sie die Möglichkeit haben, tatsächlich viel in den Freizeitgebieten unterwegs sind. Das ist natürlich bei uns stark zu bemerken, hier in Traunstein, auch in Kempten. Wir sind viele Urlauber unterwegs und wenn viele Urlauber unterwegs sind, passiert auch mehr. Aber rein vom Gefühl raus würde ich schon sagen, dass sich in den letzten Jahren die Risikobereitschaft trotzdem auch erhöht hat. Also wir kämpfen schon manchmal tatsächlich mit sehr hochkomplexen Einsätzen hier im Hochgebirge, die schon nicht so einfach sind abzuwickeln. Und das ist tatsächlich ein Gefühl, das wir haben, dass das immer mehr zunimmt. Okay, vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Portenkirchner. Robert Portenkirchner ist Sprecher der leitenden TC Hems auf den ZSH. Ich gehe jetzt zu Herrn Reuko nach Hamburg. Er ist Sprecher der leitenden Ärztinnen und Ärzte auf den ZSH und auch noch an einer besonderen Station, weil nämlich Christoph 29 in Hamburg an einem Bundeswehrkrankenhaus stationiert ist. Und Sie die meisten Einsätze haben. Herr Reuko, wir haben von den Kollegen aus Frankfurt gehört, dass hier der Anteil der Traumapatienten besonders hoch ist. Können Sie einen Überblick geben, welche Verletzungsmuster oder Krankheiten sonst auch die Einsätze der ZSH ausmachen? Also es ist sehr schwierig, da eine einheitliche Aussage zu treffen. Und man hat es ja schon gemerkt in der Präsentation von Herrn Dr. Wohlrath in Frankfurt, wie das Einsatzspektrum ist, die Worte von Robert Portenkirchen gerade, wo sich das an der Station ganz anders darstellt. Auch bei uns an der Station ist der Traumaanteil lange nicht so hoch wie in Frankfurt. Wir kommen ungefähr auf 20%. Die Einsätze aus dem internistisch-neurologischen Krankheitsbildern machen einen viel größeren Prozentsatz aus, obwohl wir genauso eine urbane Struktur sind wie im Rhein-Main-Gebiet. Das sind aber letzten Endes dann wirklich örtliche, einsatzspezifische Sachen über alle 12 Stationen, sodass man da keine wirklich einheitliche Aussage durch die ganze Republik treffen kann. Wichtig ist aber sicherlich, das ist das, was Herr Professor Hoffmann ja in seinen einleitenden Worten schon gesagt hat,
dass wir die Luftrettungsmittel dafür nutzen, dass die Patienten schnell eben in die spezialisierten Kliniken transportiert werden können. Und das sind dann eben nicht nur die Traumapatienten, das können ja genauso die Patienten mit internistisch-neurologischen, neurochirurgischen Krankheitsbildern sein. Und gerade der Wandel in der Krankenhauslandschaft macht das auch immer mehr erforderlich, sodass da einer der Hauptschwerpunkte, der Einsatzschwerpunkte auch der Zivilschutzhubschrauber liegt. Okay, danke. Vergangenes Jahr haben wir an dieser Stelle ja auch darüber gesprochen, wie sich Covid auf die Arbeit der ZSH oder mit den ZSH auswirkt. Ist der Umgang damit jetzt zur Routine geworden oder sorgt die Pandemie nach wie vor für Herausforderungen? Beides. Also ich glaube, wir haben alle in unserem Alltag inzwischen den Umgang mit der Pandemie, mit den daraus resultierenden Regelungen, mit den Anforderungen, die wir in unserem Alltag haben, egal ob zu Hause oder mit den Kindern in der Schule oder am Arbeitsplatz, egal wo wir tätig sind, gelernt, damit umzugehen. Und da ist natürlich ein Teil Routine geworden. Es haben sich auch Arbeitsprozesse geändert, wenn wir uns anschauen, dass wir oft festere Teams nutzen, die dann tätig sind, um da eben entsprechend Kontakte zu reduzieren und so weiter. Das sind sicherlich Beispiele für die Routine, die dort eingekehrt ist. Nichtsdestotrotz kommen es immer wieder zu Herausforderungen. Im letzten Winter oder in der jetzigen Welle hat es auch wieder Abstimmungen auch mit den anderen Luftrettungsorganisationen gegeben, wie wir zum Beispiel damit umgehen, wenn wir einen höheren Anteil an Personalausfällen haben, eben durch die hohen Infektionszahlen, dass wir eben vermehrt ja dann auch an die Grenzen der Einsatzbereitschaft kommen an den Stationen, was Gott sei Dank bei keinem der drei großen Rettungsanbieter bisher in dieser Welle der Fall gewesen ist. Aber das wäre sicherlich wieder eine Herausforderung. Wie gehen wir damit um, wenn es eben doch dazu kommt, dass wir noch größere Ausfälle zu beklagen haben? Dann gab es sicherlich auch vermehrt an einzelnen Stationen mehr Verlegungen, die gemacht wurden, Einbindungen auch in das Kleeblatt oder in die Verlegungen nach dem Kleeblattprinzip, die deutschlandweit stattgefunden haben. Auch das waren sicherlich besondere Herausforderungen, wie wir sie so bisher noch nicht erlebt haben. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen beiden nach Hamburg und Traunstein. Ich schaue einmal in die Regie. Entweder kommt jetzt ein kleiner Film mit Bildern von Christoph II oder wir gehen direkt nach draußen zu Herrn Schweighofler und Herrn Pöhler. Jetzt kommen erst ein paar Impressionen und gleich anschließend werden Sie Herr Schweighofler und Herr Pöhler am ZSH begrüßen. Guten Tag, mein Name ist Uwe Schweighofler, ich bin Notarzt auf Christoph II. Willkommen an Bord an Christoph II. Letztendlich ist ein Rettungshubschrauber nichts anderes als ein Notarztwagen. Mit dem Unterschied, wir haben keine Räder, sondern Rotoren. Und es gibt einen zweiten wichtigen Unterschied. Ein Auto könnte ich fahren, den Hubschrauber kann ich nicht fliegen. Wir sind ein Team und wir sind aufeinander angewiesen. Wir müssen zusammenarbeiten. Wenn ich sage, medizinisch kann ich den Patienten im Hubschrauber nicht versorgen und transportieren, wird der Pilot mir nicht sagen, du musst aber. Und wenn der Pilot sagt, ich kann das nicht fliegen, zum Beispiel aus Wettergründen, wir sind letztendlich dadurch limitiert, werde ich nicht sagen, du musst aber. Das sind sozusagen die äußeren Grundbedingungen, wo wir uns wesentlich von der Bodenrettung unterscheiden. Medizinisch gesehen machen wir keine andere Art der Medizin. Und unsere Ausrüstung, ist es vorhin schon mal gesagt worden, entspricht einer DIN-Norm. Was muss ein sozusagen ein Notarzt besitztes Rettungsmittel beinhalten und was es muss es mit vorführen und mithalten. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur, dass wir den Notarzt und das Rettungsteam, und auch da sind wir zwei Leute, nämlich der Notfallsanitäter und der Arzt, mit entsprechenden Spezialausrüstungen zur Notfallstelle kommen, den Patienten versorgen. Wir können alle Arten der Notfälle versorgen. Letztendlich vom A mit dem allergischen Schock bis zur Zyanidvergiftung sind wir in der Lage, alles zu versorgen. Wir haben entsprechende Ausrüstung und auch die Ausbildung,
um den Patienten die notwendige Hilfe zu bringen, die er braucht. Die Idee der Luftrettung war ja, medizinische Hilfe an die Notfallstelle zu bringen und dann einen zielgerichteten, schnellen Transport zu machen. Wir haben hier, und das ist schon, es sieht beengt aus, aber das ist letztendlich die Luxusvariante. Ich bin noch in der alten Bo geflogen, da musste man den Patienten gewissermaßen zwischen die Beine nehmen, weil kein Platz war. Hier haben wir etwas Platz. Wenn wir einen Patienten transportieren, rutscht die Trage noch ein bisschen nach vorne, der Sitz wird gedreht und ich habe alles an Möglichkeiten, auch während des Transports den Patienten mehr oder minder schwierig zu machen. Ich kann ihn allerdings nicht wirklich behandeln, dafür fehlt einfach der Platz. In Fernsehserien wie den Medikopter konnte man auch mal im Hubschrauber ein Kind entbinden. Sagen wir, die Limitationen sind hier und entsprechend begeben. An Ausrüstung haben wir von Beatmungsgeräten, Notfallmedikamente, alle Hilfsmittel dabei, Monitoring, um entsprechend hier versorgen zu können. Vielen Dank an die Crew draußen. Ich habe sie nicht beneidet, die im Regen draußen und im Wind stehen mussten. Wir haben es im Hangar hier zum Glück trocken. Wir machen weiter mit der letzten Fragerunde. Frau Spillner hat noch ein paar weiterführende Fragen gestellt und die gehen alle an Christoph 2, deswegen gucke ich in Ihre Richtung. Sie wüsste gern, was die konkreten Kosten im Jahr oder pro Einsatz sind. Herr Spieß, also, danke. Haben wir mit den Krankenkassen für das Jahr 2022 ein Gesamtbudget von 2,6 Millionen verhandelt. Die Entgeltvereinbarung ist gerade noch im Unterschriftsgang und wird zum 1.4. einen Flugminutenpreis von 76 Euro zur Folge haben. 76 Euro pro Flugminute. Dankeschön. Frau Spillner hat auch gefragt, warum gibt es einen Förderverein und warum werden die Dinge, die der Verein finanziert, nicht von öffentlicher Hand oder Kostenträgern getragen? Herr Wohlrath, danke. Also man muss dazu sagen, alles, was zwingend notwendig ist für diesen Hubschrauber, wird von öffentlicher Hand getragen, wird über das Budget abgerechnet. Alles, was extra ist, über den Förderverein. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zum Beispiel mehr Ausbildung auch zu haben. Unser Förderverein kann uns mehr Lehrgänge noch finanzieren, die vielleicht über das hinausgehen, was eigentlich zwingend notwendig wäre. Ja, gewisse Ausstattungen, die etwas besser vielleicht sind, zum Beispiel Ultraschallgeräte, bessere mobile Ultraschallgeräte, Sachen, die, ich sag mal, vielleicht manchmal schwer zu verhandeln wären mit der öffentlichen Hand. Und dafür, da tritt dann der Förderverein gerne uns zur Seite und finanziert uns solche Sachen. Okay. Um aber Missverständnissen vorzubeugen, Christoph 2 wäre auch funktionsfähig ohne Förderverein. Christoph 2 wäre voll funktionsfähig, auch ohne den Förderverein. Aber natürlich gewisse Abstriche im Komfort und vielleicht auch in der Qualität der Ausbildung. Danke. Frau Spillner fragt auch noch, wie ist die Erhöhung der Einsatzzahlen von Christoph 2 um 130 in 2021 zu erklären? Das ist eigentlich muss man da ein bisschen spekulieren, aber ich könnte zwei Punkte anführen. Zum einen die Pandemie, es hat sich wieder ein bisschen was geändert, es ist wieder mehr Verkehr auf den Straßen. Zum anderen aber auch, wir sind seit Ende 2020 wieder hier zurück auf unserem Dach und nicht mehr in Friedrichsdorf. In Friedrichsdorf, muss man sagen, war es häufig so, dass man da in so einer Talsenke früh mit sehr viel Nebel zu kämpfen hatte und deswegen auch vielleicht nicht so häufig rausfliegen konnten aufgrund der Sicht, was hier deutlich besser ist. Also das zusammengerechnet, denke ich, macht die Einsatzzahl erhöhen aus. Danke. Haben Sie Covid-Patienten verlegt mit Christoph 2? Nein, also direkte Covid-Verlegungen werden hier von anderen Hubschraubern gemacht. Das ist in Hessen tatsächlich anders geregelt. Dafür sind die Intensivtransporthubschrauber, was ist in dem Fall ein Transporthubschrauber ist. Okay. Ja, danke. Mehr Fragen liegen mir im Moment nicht vor, deswegen würde ich an dieser Stelle noch einmal zwei Minuten warten, ob noch eine Frage dazukommt. Ansonsten schon das Ende der Veranstaltung einläuten. Wie auch im vergangenen Jahr haben wir noch, es ist Februar, da kann man vielleicht noch den einen oder anderen Kalender loswerden. Wir haben noch die schönen ZSH-Kalender von 2022. Wer uns an pressestelle@bbk.bund.de eine Mail schreibt, solange der Vorrat reicht, verschicken wir gerne noch die Kalender. Noch ist keine weitere Frage gekommen.
Dann würde ich mich gerne verabschieden bei Ihnen und herzlich bedanken, dass Sie alle dabei waren, auch dass Sie an den Bildschirmen dabei waren. Mögliche Detailfragen, die hier noch nach Zahlen waren, beantworten wir per Mail. Das ist mit Zahlen leichter. Und bevor Sie sich ganz aus dem Stream verabschieden, können wir gleich noch den Abflug von Christoph 2 sehen. Die Crew guckt gerade überrascht und macht sich fertig. Der Hubschrauber wird gleich wegfliegen. Vielen Dank. Es dauert immer ungefähr 2 Minuten, bis der Hubschrauber einsatzbereit ist. Also wenn es hier klingelt, werden die Rotoren angeschmissen. Die Crew rennt raus und der Notarzt wird von irgendwo, wo er gerade in der Klinik ist, zum Hubschrauber geholt. Ja, also prinzipiell ist die Hubschrauberstation direkt ein Stockwerk unter uns. Mhm. Prinzipiell ist der Notarzt auch mit hier. Das ist absolute Ausnahme, wenn er mal tatsächlich irgendwo anders im Haus ist. Und dafür gibt es dann hier hinten einen extra Alarmaufzug, der nur mit dem Schlüssel funktioniert, den andere Leute nicht benutzen dürfen und auch nicht können. Und somit ist es gewährleistet, dieser Aufzug steht dann immer an diesem Stockwerk, sodass der Notarzt auch innerhalb von 2 Minuten hier oben sein kann, wenn das tatsächlich mal nicht direkt mit hier sein sollte. Aber ansonsten, Sie sehen es, wie es jetzt gerade ist, im ganz langsamen Schritt schaffen die Kollegen das trotzdem locker in 2 Minuten rein. Wenn man im Einsatzfall ist, geht es natürlich noch schneller. Bis die Maschine einsatzbereit ist, dauert es halt 2 Minuten. Es sind Technikchecks nötig. Und der Notfallsanitäter, der TC Hemd, muss draußen bleiben.